Herzlich willkommen im Mitgliederbereich. Heute möchte ich dir eine Möglichkeit zeigen, was du noch mit Papier machen kannst. Das heißt, ich habe hier diese Schale, eine ganz einfache Schale, die ich abgeformt habe. Und innen habe ich sie mit Papier beklebt, also mit Kleister. Und das ist ein japanisches Papier, sprich eine japanische Zeitung. Und immer, wenn Leute in die Ferien gehen und mich fragen, was sie mir mitbringen dürfen, sage ich immer, bring mir eine Zeitung mit. Und diese Zeitungen, die bewahre ich auf, die püriere ich auch nicht, sondern die benutze ich genau für solche Sachen. Und ich finde es immer schön mit einer anderen Schrift, das ist sehr dekorativ. Ich will nicht wissen, was hier in dieser Zeitung steht, zum Glück kann ich es nicht lesen, aber es sieht einfach schön aus. Was ich nun machen möchte, ist, ich habe hier noch so Stoffreste vom letzten Weihnachtskranz und die möchte ich jetzt verwerten. Und da habe ich jetzt einfach verschiedene Baumwollstoffe zusammengesucht und die möchte ich jetzt oben an der Schale anbringen. Wie ich das mache, das zeige ich dir jetzt. Und zwar brauchst du im besten Fall eine Ahle. Du kannst aber sonst eine Nadel nehmen. Aber die eignet sich am besten. Dann natürlich Nadel, Faden und Schere. Dann würde ich sagen, wir starten. Ich werde dir zuerst noch zeigen, wie ich das Innenleben gemacht habe. Und dann geht's weiter mit dem Stoff. Thank you.
hier habe ich noch so ein Tischset, das ich nicht mehr brauche. Und das werde ich jetzt auch noch in Streifen schneiden. Das, was ihr vielleicht hört, ist mein Hund, der gerade seinen Ball hin und her schiebt. Also ich hoffe, es stört nicht zu fest. Meine Idee ist nun, dass ich die Stoffstreifen so verbinden möchte. Und zwar mache ich das mit der Schnur. Und dann habe ich auch immer wieder so einen Teil, der andersfarbig ist. Du kannst natürlich einen farbigen Faden nehmen. Ich weiß es noch nicht, ob es farbig wird oder schwarz-weiß. Das werde ich jetzt versuchen und dann schauen wir, wie es ausschaut. Und dann geht's weiter. Meine Stoffreste sind nun zusammen, an einem Stück. Etwa 2 Meter. Und nun mache ich mit der Ahle so im Abstand von circa einem Zentimeter mache ich jetzt hier die Löcher rein und oben hier oben etwa einen halben Zentimeter von der Kante nach innen. Und die Abstände etwa einen Zentimeter. Bei diesen Temperaturen kommt man richtig ins Schwitzen. Der erste Rundgang zur Verbindung zu der Schale ist immer der anstrengendste. Und hier ist es mir wichtig, dass es etwas satter ist, damit das hält. Jetzt kannst du entscheiden, wie hoch du das machen möchtest. Ob das nach innen gehen soll oder gerade nach oben, das kannst du ganz frei entscheiden. Ich lasse mich da immer ein bisschen leiten. Ich habe ein bisschen die Idee, dass ich es mehr nach innen möchte. Wie hoch das es wird, das werde ich dann spontan entscheiden. Jetzt kannst du grundsätzlich so weitermachen, dass du hier das wieder einen Faden nimmst und dann die untere Bahn mit der oberen Bahn verbindest. Und da machst du immer den gleichen Stich und machst das so lange, bis es dir gefällt. Also ich werde jetzt hier weitermachen und dann schaue ich, wie es ausschaut. Ich bin gespannt. Thank you.
Nach gefühlten 5 Stunden bin ich nun fertig damit. Das sind jetzt etwa 3,5 Meter Stoffbahn, die ich hier verarbeitet habe. Also es braucht recht viel Material. Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, ich komme höher. Aber es kommt auf die Dicke des Stoffes drauf an und wie fest man das anzieht. Aber ich finde, es ist sehr schön geworden. Ich dekoriere solche Schalen immer sehr gern auf so Holzäste, die ich im Wald gefunden habe. Die schleife ich in der Regel ab oder ich bemale sie noch. Und dann kann man das sehr schön so präsentieren. Für zu Hause würde ich jetzt das unten noch befestigen. Die kann man jetzt einfach so drab nehmen und die müsste ich jetzt wieder platzieren, damit sie schön hält. Aber ich finde das eine schöne Alternative. Ich wollte dir einfach zeigen, was du noch mit Pult machen kannst, mit welchen anderen Materialien du die verbinden kannst. Ich hoffe, es war eine kleine Anregung für dich und es inspiriert dich wieder für neue Ideen. Wenn du immer auf dem neuesten Stand sein willst oder sonst dir anschauen möchtest, was ich sonst noch für Arbeiten mache, dann folge mir doch auf Instagram unter awpulpart. Findest du mich da? Und da bist du garantiert immer auf dem neuesten Stand und da siehst du, wie gesagt, auch andere Arbeiten, die ich hier nicht zeige. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich da begrüßen darf. Und da könnt ihr übrigens auch eure Bilder von euren Kreationen könnt ihr mir über die Nachricht bei Instagram schicken. Darüber freue ich mich immer sehr. So, nun würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, es war eine Inspiration für dich. Wenn du Fragen hast, wenn du Probleme hast oder Wünsche, Anregungen, bitte schreib es mir in die Kommentare. Ich werde die aufgreifen, ich werde ein kurzes Video darüber machen, also scheue dich nicht, mir zu schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib kreativ, genieß den Sommer. Wir sehen uns sehr bald wieder. Tschüss zusammen. Genau. Irgendetwas ist noch gesehen. Ah, okay. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber Unkraut vergeht nicht, sagt man. Unkraut vergeht nicht.